Ach, hier ist wieder ein Pinguinplatz. Ein Pinguinspielplatz. Warum man die Flüsse, diese kleinen Teiche, warum man die nicht mit der Spitzhacke aufhacken kann im Winter, und um da zu angeln, das verstehe ich ja nicht. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Ich weiß nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich es schon mal probiert habe und es ging nicht. So. Ah, da ist sogar noch was gewachsen. Das ist ja schön. Haben wir Holzkohle hier irgendwo drin? Nee. Dann packen wir die mal hier rein. Den können wir töten. Ah ja, ihr seht's, jetzt hat sich die Naughtiness-Anzeige um 1 erhöht, weil ich den Hasen getötet habe. Bin so ein Schwein. Aber, ja. So ist das halt. Mit den Hasen. Ich glaube, der Grund, warum ich in den Wintern davor einen besseren geistigen Zustand hatte, war, glaube ich, der, weil ich sehr viele Fleischklößchen gegessen habe die ganze Zeit. Weil ich mich eigentlich fast ausschließlich von Fleischklößchen ernährt habe. Jawohl, so, da haben wir aufgefüllt hier. So, jetzt muss ich ja meinem Vögelchen hier den Dragon Pie geben, sonst ist ja bald Sense mit Dragon Pies. Ja, ganz toll, da kommt natürlich nur ein Dragon Pie raus. Gut, diesen Samen, den muss ich mir aufheben. Für den nächsten Frühling. Damit es dann nahtlos weitergehen kann mit der Dragon Pie Produktion. Ah ja, genau, und die Blumen wollte ich in den Kühlschrank legen. Ah, schnell, bevor sie verrotten. Die dürfen nicht verrotten. Die lieben Blümchen. Jetzt habe ich zweimal Spinnenseide. Hatte ich hier noch irgendwo schon Spinnenseide reingepackt? Hier gibt's. Das sind die zwei, die ich gerade. Ja, la la la. Das sind ja die zwei, die ich gerade reingepackt habe. La la la. Hier sind zwei drin. Dann stacken wir das mal. Genau so. Vier Stück. Vier Stück. Was kann man denn mit vier Stücken Spinnenseide anfangen? Mal gucken. Ich sollte... Verzeihung. Ich habe einen Frosch im Hals. So. Heute saß neben... beim Nachhausefahren, ja? Ich fahre ja mit der S-Bahn. Saß jemand neben mir, der irgendwie total krank war, und die S-Bahn war voll, man konnte sich nicht umsetzen. Das ist immer irgendwie so eine ungünstige Konstellation. Natürlich sitzen die kranken Leute immer direkt neben mir. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich mir heute was weggeholt habe. Ja, so viel dazu. Da musste ich jetzt gleich mal einen Schluck trinken, damit der Frosch im Hals weggeht. Weil jetzt ist ja auch so wieder so diese Jahreszeit, wo man so schnell krank wird. Also ich meine, ich werde nicht so schnell krank, aber wenn ich wirklich so für eine halbe Stunde jemanden neben mir sitzen habe, der chronisch schnieft und niest und hustet, ja, dann ist es irgendwie klar, dann sagt man sich so, ja, im schlimmsten Fall hat man sich's jetzt auch geholt, was derjenige hat. Naja, so ist das. Das Problem hat hier unser Johnny nicht, ja, der muss nicht mit der S-Bahn fahren. Der ist ganz alleine auf diesem Planeten. Und, ja, steckt sich deshalb auch nicht bei anderen Leuten an. Das ist in gewisser Weise schon fast beneidenswert. Und dann aber irgendwie auch wieder nicht. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Genau, ich wollte gucken, was ich mit den vier... Nein, du sollst nicht auf das Feuer klicken, sollst du hochgehen. Warum nehme ich eigentlich nicht die Pfeiltasten, die WASD, wie ich es immer mache? Jetzt habe ich hier die ganze Zeit rumgedrückt mit der Maus. Ach ja, was wollte ich jetzt? Gucken, was ich mit der Spinnenseide machen kann. Nicht wahr? Eine Puffy-West.
Eine Prisi-West, aber da brauche ich 8. Eine Deppen-West. Top-Hat. Ja, überall braucht man so viel Winter-Hat. Okay, der wäre drin. 4 Spinnenseide und 4, was ist das? Bifele-Wolle. Noch irgendwas Interessantes hier. Beekeeper-Hat, das wissen wir ja. Aber der, den ich habe, der geht noch. Bifele-Hat. Moment mal. Ich hatte doch Bifele-Wolle gehabt, aber nur 6. Verdammt. Ich wirklich nur 6. Ja, verdammt. Okay, nee, dann... Moment, dann gucke ich nochmal, was kann ich denn an Werkzeugen bauen? Oh, er ist schon wieder so ein bisschen... Er hat schon wieder so eine verschwommene Sicht, ey. Das ist... Es geht ja sowas von schnell. Das ist ja absurd, ey. Ich brauche mal wieder Feuerholz. Wo ist es denn, das Feuerholz? Ich hatte doch Feuerholz gesammelt. Hier. So, Werkzeuge bauen aus Spinnenseide. Welche haben wir denn da? Survival. Eine Angel. Aber das bringt im Winter natürlich nicht so viel. Ein Insektennetz. Einen Regenschirm. Naja, gut. Ein Zelt. Naja, das ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Das kann ich nicht bauen. Healing Salve. Piggy Pack. Carries a lot, but slows you down. Ist nicht so gut, wenn ich vor Gegnern wegrennen muss, glaube ich. Einen Kompass. Na gut, den baue ich ja jetzt nicht, wenn ich hier meine Minimap offen habe. Ist ein bisschen, aber da brauche ich eh keinen. Bird Trap, das hatten wir schon. Brauche ich für Light irgendwie Spinnenseide? Nee. Aber ich könnte mir mal Glühwürmchen fangen. Dann kann ich mir hier so einen mit dem Strohhut, den ich ja schon habe, den ich ja aus Versehen gebaut habe, kann ich mich erinnern. Wo war er denn? Hier. Und mit dem Haufen Gold, den ich noch habe. Ja. 25 habe ich nämlich noch. Kann ich mir dann so ein Miner-Hat bauen und dann habe ich immer Licht. Dann kann ich nachts rumlaufen. Ist nicht verkehrt. Ist nicht zu verachten, ne? Die Fähigkeit, nachts rumzulaufen. Dann würde ich doch mal sagen, um dieses Ziel zu verwirklichen, sollte ich vielleicht mal das Insektennetz an den Start bringen. Genau. Und dann muss ich ja nur gucken, ob hier irgendwo Glühwürmchen rumschwirren. Dann muss ich mir die einfach nur fangen. Ne? So einfach kann es sein. Ich hoffe, dass der Miner-Hat, der hält auch ein bisschen. Nicht, dass der nach 5 Minuten gleich wieder kaputt ist oder dass ich da neue Glühwürmchen fangen muss. Was steht denn bei... beim Miner-Hat? Huch. Nicht wegzoomen. Ach, Mann. Ich bin gerade irgendwie so Rumskollerei gewohnt. Weiß nicht. Lantern, da brauche ich Bulbs. Pumpkin Lantern ist auch witzig eigentlich. Miner-Hat. Ja, Glühwürmchen. Ein Miner-Hat, ein Goldklumpen und Glühwürmchen. Dann muss ich ja jetzt nur warten, bis mal hier mal ein paar Glühwürmchen zu sehen sind. Zeigt euch, ihr glühenden Würmchen. Oh. Ah, ich sollte mal was essen. So. Das passt doch.
Essen ist wichtig, Essen ist schön. Ah ja, und noch für euch noch eine Information. Heute, und zwar am, heute ist der 6.11. Ja, das muss ich sagen, weil das ist ja nicht immer derselbe Tag, wo ihr das seht, an dem ich das aufnehme. Heute ist meine Capture Box, die, Moment, wo ist die Verpackung? Komm her. HDPVR 2 Gaming Edition von Haupauge angekommen. Ja, das heißt, wenn jetzt demnächst auch mal irgendwann neue Konsolen hier reinflattern, zum Beispiel die PlayStation, die neue, oder auch die Ouya, die ich ja schon vorbestellt habe, dann kann ich damit dann auch Let's Plays aufnehmen. Das ist natürlich die Nachricht, auf die YouTube gewartet hat. Die ganze YouTube-Welt hat auf diese Nachricht gewartet. Deshalb erwähne ich das hier. Da hinten sind Glühwürmchen. Catch! Jawoll, ja, so. Dann holen wir uns doch hier direkt mal den Miner-Head raus. Der war hier drin. Den Straw-Head meine ich natürlich, nicht den Miner-Head. So. Und Light. Use an Alchemy Engine. Ja, ich stehe doch daneben. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Licht bringt. Ach, schon gut, ne? Schon cool. Muss man sagen hier, also. Aber wird auch extrem schnell alle. Huch. Sollte man jetzt vielleicht nicht so ausschweifend verwenden. Und ich merke schon, das Insektennetz ist echt mit das eines der wichtigsten Items. Vielleicht sollte ich mir von meinen vier Dingern, die ich habe, eine Angel und ein Insektennetz noch bauen. Das ist wieder die Hand. Hau ab. Hand. Weg. Geh weg. Geh weg. So. Das ist die böse Hand, die mein Feuer ausmachen will. Die böse, böse, schwarze Hand. Ja. Das lasse ich ja mal gar nicht zu, sowas. Das kommt mir hier überhaupt nicht ins Haus. Eine Hand, die mein Feuer ausmachen will. So, was hat der Zendity mir gesagt? Ich kann auch einfach mal Jerky-Fleisch essen, um meinen geistigen Zustand zu regenerieren. Tatsache, 10. Um 10 hat es das geheilt. Ist fast so gut wie Blumen pflücken. So, jetzt gehe ich mal halt erstmal Gold weglegen, weil Gold mitnehmen, das ist irgendwie doof. Und den Miner halt, den packe ich mal auch erstmal noch hier rein. So. Ich möchte jetzt nämlich gerne mal bei den Bifelos vorbeischauen. Mal schauen, was die so machen. Ob sie immer noch verstopft sind. Da sind sie ja schon. Hallo, ihr Rindviecher. Ja, die sind immer noch verstopft. Ich sehe immer noch keine Haufen hier rumliegen. Was machen die denn, die Biefe, los? Was ist denn mit denen los, ey? Ich mache mir langsam Sorgen. So, chronische Verstopfung, das ist nicht gesund. Was raus muss, muss raus. Oh, ich sollte mal meinen Blumenhut wieder aufsetzen. Nicht wahr? Wo sind sie denn jetzt hier? War doch noch eine Herde hier unten im Süden. War doch noch eine. Ach ja, jetzt hier habe ich... Ja, 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 da sind Häufchen. Häufchen sind gut. Aber ich brauche mehr Häufchen. Kommt, gebt mir eure Häufchen. Wo sind eure Häufchen? Kommt. So viele Rindviecher hier und keine Häufchen. Das ist doch... Da ist doch was im Busch. Da ist doch was faul. Das kann doch nicht stimmen. Hallo. Jetzt gebt mir noch mal eure Häufchen. Ist nicht wahr, ey. Was ist denn mit dem Bifelos los? Muss ich mir jetzt hier neue Bifelos suchen oder was? Weil die ja nicht mehr kacken können. Das ist ja geradezu erschreckend, das Szenario. Wenn die Kacke von der Welt verschwindet. Wo würden wir da hinkommen? Das geht doch so nicht.